Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir wieder etwas, was sich sehr, sehr viele Leute von euch gewünscht haben. Ich habe es in den Kommentaren gelesen und natürlich werden wir das Ganze direkt berücksichtigen. Sehr, sehr viele von euch haben sich gewünscht, dass wir doch mal wieder gemeinsam ins Darknet gehen und dort spezifisch nach Videos suchen. Und genau das werden wir heute also wieder tun. Wir werden gemeinsam ins Darknet gehen, dort durch die ganzen Webseiten uns durchsuchen, bis wir halt eben Videos finden und auf Videos stoßen. Für die Leute, die es nicht wissen, im Darknet findest du eigentlich so gut wie alles, da gibt es keine Grenzen. Und teilweise ist es sehr schwierig, Videos zu finden, aber wenn man sie findet, gibt es dort teilweise sehr merkwürdige und auch verstörende, aber auch manchmal auch sehr alberne Videos. Und natürlich muss an dieser Stelle wieder gesagt sein, bitte macht das Ganze zu Hause nicht nach, das kann wirklich in die Hose gehen. Ja, wenn ihr keine Ahnung von der Materie habt und ins Darknet geht und willkürlich irgendwelche Webseiten öffnet und auch Videos einfach willkürlich anschaut, ohne zu wissen, was es ist, kann das wirklich sehr schnell in die Hose gehen. Falls sich die eine oder andere Person jetzt aber denkt, ach Dennis, das ist mir eigentlich so kackegal, ich gehe trotzdem ins Darknet, ist mir doch egal, was du sagst, dann ist das natürlich auf eigene Gefahr. Und kleiner Fun Fact: Das Darknet ist ca. 500 mal größer als das ganz normale Internet, also www, welches wir eigentlich tagtäglich nutzen. Also nur damit ihr euch das mal vorstellt, wie groß und tief das Darknet eigentlich ist. So, meine Freunde, wir befinden uns nun im Darknet. Ich habe jetzt auch direkt ein Video, welches wir jetzt gemeinsam anschauen werden. Hat ein bisschen gedauert, um es zu finden. Die Leute, die meinen Patreon-Kanal abonniert haben, die wissen, was teilweise oder wie viel Arbeit teilweise hinter so Darknet-Videos steckt und wie lange ich teilweise brauche, bis ich wirklich Content finde, den wir uns gemeinsam anschauen können. Link zu meinem Patreon unten in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Video jetzt an. Ich bin super gespannt. Es hat nur einen ganz kleinen, kurzen Titel und das ist Plastik. Also Plastik, ja, das ist der Titel dieses Videos. Habt es jetzt auf so einer leeren Seite gefunden, das ist einfach so eine schwarze Seite und dort ist so ein Player, halt mit dem Video. Mehr gibt es dort nicht und es steht Plastik ganz groß auf dieser Webseite. Bin gespannt, vielleicht geht es um Plastik, vielleicht auch um irgendwas anderes. Schauen wir rein. Ist das das Weltall? Ich wollte gerade sagen, ist das das Weltall, aber ist irgendwas ganz anderes. Ja, diese Cursed-Videos immer. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Du weißt nie, was du hier findest. Ja, das ist schon wieder so ein ganz merkwürdiges Video. Ich check halt auch nicht, was das ist, was man da gerade die ganze Zeit sieht. Schreibt es mal gerne unten rein, wenn, was ihr da erkennt, aber ich erkenne einfach gar nichts. Außer irgendein Bett und Füße und eine Decke. Das sind auf jeden Fall Beine. Ist da jemand angekettet? Ja, ne? Das sieht so aus, als wäre jemand angekettet. Okay, das Video ist übel cursed. Ich habe keine Ahnung, was wir da gerade anschauen. Es wirkt auch so leicht hypnotisierend, gell? So mit diesem Licht. Okay, keine Ahnung, was das war, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Achso, es geht noch weiter. Ich check's nicht. Das ist zu Ende? Jetzt ist es zu Ende. Also, das ist schon wieder so ein... Wisst ihr, das ist halt das, was ich sage. So Videos im Darknet anzuschauen, kann manchmal super interessant sein, manchmal ist es super gruselig, super verstörend und manchmal lässt es einfach so ein riesen Fragezeichen in meinem Kopf da, so wie dieses Video jetzt. Ich weiß es nicht.
Vielleicht gibt es ja irgendjemand von euch, der da vielleicht irgendwas verstanden hat, aber ich habe da gar nichts gecheckt. Also ich fand es einfach nur komisch. Es hat sich für mich die ganze Zeit wiederholt und es hat so mir so einen leichten, ich war so ein bisschen in Trance. Hätte ich das jetzt länger angeschaut, da wäre dann so ein psychedelischer Sound noch im Hintergrund, dann hätte es mich wahrscheinlich, da wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen. Naja, machen wir weiter. Ihr könnt wie immer eure Theorien unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst ja, wie viele merkwürdige Seiten es im Darknet gibt. Was wir hier schon alles in unserer Darknet-Recherche gefunden haben. Oft einfach nur Seiten mit einem Spruch, mit einem Wort, leere Seiten, Seiten, wo so ein Video ist, so wie das zum Beispiel. Du findest da wirklich gefühlt alles. Es ist spannend. Also, und ich hoffe, es bleibt so spannend. Machen wir weiter. So, weiter geht's. Das ist eine ziemlich helle Seite. Das sieht total witzig aus, weil da ist quasi das Video. Und um das Video rum, um diesen Rahmen, ist Yummy geschrieben. Also Yummy, 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 Yummy. Und da ist dann Video. Ja, mehr sehe ich nicht. Oder gibt es hier sonst noch irgend... Ah ja, unten. Da steht Experiment. Also Experiment. Okay. Also Yummy, Yummy, Yummy und Experiment. Kein Plan. Wir schauen einfach mal rein, was es ist. Ich bin gespannt. Let's go. Oh. Junge, was sehe ich da gerade? Was? Weg hier. Ganz dringend weg hier. Schließ doch die Seite. Jetzt. Was habe ich da gerade gesehen? Ich habe gerade etwas gesehen, was ich nicht sehen wollte. Und jetzt verstehe ich auch, warum es hieß Experiment. Junge, was zum Teufel? Es sah aus wie so eine Krankenstation. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil ich es hier jetzt für YouTube natürlich zensiert habe. Weil das hat definitiv nichts auf YouTube zu suchen allgemein. Also, in dem Video sieht man wie so eine Art Patientenzimmer von so einer Klinik oder so. Und da liegen mehrere Männer auf so Patientenbetten. Und die sind an so einem... Wie erkläre ich das am besten? Die sind an so einem... Also die liegen da alle so auf dem Rücken und sind an so einem komischen Gerät angeschlossen. Die haben nichts an. Ja. Und es ist quasi so ein Gerät, was sich so bewegt unten im Private-Bereich. Also es sieht aus wie so eine Melkmaschine. So als... Ja, ich glaube, Melkmaschine trifft es am besten. Die liegen da alle auf dem Rücken und werden gemolken. Wenn man das so ausdrücken kann. Was rede ich da eigentlich? Und was habe ich da gerade eigentlich gesehen? Ja, egal. Machen wir weiter. So ist es halt, ne? Du weißt nie so richtig, auf was du dich einlässt und was da eigentlich kommt. Das hätte ich mir aber sehr gerne, oder das hätte man mir ersparen können, sagen wir es so. Naja, Melker, Maschinen, Video. Machen wir weiter. So, weiter geht's, Freunde. Es ist gefühlt, ja, fast eine halbe Stunde vergangen, um dieses Video hier anzuschauen, welches, ich glaube, 18 Sekunden oder so geht. Warte, warum wird es mir nicht mehr angezeigt? Ja, es geht auf jeden Fall keine Minute. Keine Ahnung, gerade wird es mir nicht mehr angezeigt. Unten stand gerade noch die Zeit dran. Ich hoffe lieber, dass es was Cooles ist. Weil wie gesagt, es ist super schwierig manchmal Videos im Darknet zu finden. Es dauert, dauert, dauert. Weil ich war auf drei Seiten und ich habe drei Videos angeklickt und keins von diesem Video hat geladen. Jetzt bin ich auf einer vierten Seite, ja, in einer halben Stunde und ich hoffe einfach so sehr, dass wir das anschauen können. Ja, es hat den Titel He Will Never Come Back, er wird nie wieder zurückkommen. Weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin gespannt. In dem Sinne, let's go! Oh, ich dachte gerade, es lädt nicht. What the hell? Was ist das da hinten? Seht ihr das? Das war's? Also... wir schauen es uns einfach nochmal an, damit es sich irgendwie gelohnt hat. Okay, also wir sehen den Keller. Irgendjemand scheint einen Keller zu filmen. Und dann wechselt sich gleich die Perspektive. Und jetzt sehen wir da hinten irgendwas mit so gruseligen Leuchtaugen.
Ja, weiß ja nicht so recht, ob sich das gelohnt hat, dafür eine halbe Stunde zu suchen, aber ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten rein. Ich war jetzt nicht so überzeugt von diesem Video, aber wir machen mal weiter, mal gucken, was wir noch so finden. Das ist jetzt interessant, es ist ein Forum, wo ich jetzt gerade drin bin und da wurde dieses Video gepostet und viele Leute schreiben und fragen, ob jemand weiß, wie es ausgegangen ist. Also scheinbar werden wir nicht erfahren, also scheinbar passiert da irgendwas, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Denn sehr viele schreiben, hey, weiß einer, wie es ausgegangen ist? Kann mir einer sagen, wo man das ganze Video findet? Was ist da eigentlich passiert? Wie geht es dem Mann? Das sind so viele Fragen, die da unten stehen. Und einige Sachen wurden damit beantwortet mit, dass jemand anscheinend gestorben ist. Dann habe ich, wo steht das? He survived, also er hat's überlebt. Fake schreiben manche. Wir schauen einfach mal rein. Ich habe keinen Plan, was es ist. Let's go. What the? Was? Okay, wir schauen nochmal. Das geht also kurz. Holy Scheiße. Ist das... Okay, keiner... Ich weiß nicht, ob das von irgendwas stammt. Ich kenn's nicht. Könnt mir gerne mal unten reinschreiben, aber... Ist da wirklich so ein random Typ mit einem Flammenwerfer draußen rumgelaufen und hat dem eine Ladung verpasst, oder was? Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum alle schreiben, ob man sagen kann, wie das Video endet oder wie es ausgegangen ist und ob der Mann noch lebt. Was steht denn hier so? Ja, also schreiben halt, also man sieht halt immer wie... he survived, das habe ich ja vorher schon gesagt. Steht hier, dass er nicht mehr lebt. Ja, gut, das ist, keine Ahnung, ich kann euch jetzt alles vorlesen, ich weiß jetzt nicht, da steht auch irgendwas von, dass dieser ganze Bus anscheinend dann noch von diesem Mann in die Luft gesprengt wurde und deswegen gibt es keine Videoaufzeichnung, aber weiß ich jetzt nicht. Ja, keine Ahnung, das ist halt auch immer so ein Ding, ja, da wird halt rumdiskutiert und jeder hat eine andere Meinung, jeder versucht dir irgendwas zu erzählen, ach, ihr wisst doch, wie es ist im Internet. Ja, okay, machen wir weiter, ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das her ist, ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, ich verstehe den Kontext dahinter nicht, ich kann euch jetzt nicht sagen, yo, das ist echt oder nicht, das können wir aber unten in den Kommentaren gerne mal diskutieren. So, machen wir weiter, das nächste Video, das wurde auf einer Seite gepostet, da sind so ein paar Bilder, die ich nicht so ganz, ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz, von Kinderzimmern, also so gemalte Bilder, die Kinder gemalt haben und das Video beziehungsweise die Schrift über dem Video ist Sometimes I think about her, but I had to do it. Also manchmal denke ich an sie, aber ich musste es tun. Ja, das ist halt wieder so ein Ding, wo man sich natürlich dreimal überlegen sollte, ob man sich das wirklich anschauen möchte. Wir klicken es jetzt einfach mal an und gucken, was es ist. Entweder wir können es anschauen oder ich werde das einfach komplett rausschneiden und es wird einfach gar nicht im Video stattfinden. Naja, schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Junge, mein Herz. Oh mein Gott, ist das laut. Es ist so laut. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwas passiert. Das hat doch jeder gehört gerade hier im Umkreis von 500 Metern. Ich habe mich so erschrocken gerade, als es kam.
God bless, es ist aus. Dankeschön. Was zum Geier war das? Und was war das für ein Foto? Also es war offensichtlich ein Foto von irgendeinem Mädchen oder einer Frau. Was war das für ein krankes Video? Also, was heißt krankes Video? Man hat nichts gesehen, außer dieses Foto und diesen Sound. Wo sich meiner Meinung nach nichts verändert hat. Ich hatte irgendwie überlegt, die ganze Zeit während es lief, ob ich vielleicht irgendwas höre. Oh, jetzt habe ich Schluck auf, weil ich mich erschrocken habe. Ob ich irgendwas höre, was sich verändert vom Sound her, aber da hat sich ja gar nichts verändert. Was ein kranker Mist war das? Holy shit. Das hat mir gerade gar nicht gefallen, weil ich einfach so voll nicht damit gerechnet habe, dass das gerade so kommt. Egal, Freunde, ich denke, wir machen heute einen Schlussstrich, weil ich nehme jetzt schon seit 2 Stunden 22 und 19 Sekunden auf. Und es ist halt voll krank, wenn ihr euch bedenkt, das Video wird jetzt wahrscheinlich 20 Minuten gehen, 30 Minuten gehen. Und ich habe fast 2,5 Stunden lang im Darknet nach Videos gesucht, ja. Müsst ihr mal bedenken, damit ihr mal versteht, wie lange sowas teilweise dauert. Klar, es gibt auch Episoden, da ist man wirklich in einer halben Stunde fertig und hat dann 20 Minuten Content oder 25 Minuten Content. Aber manchmal, so wie heute zum Beispiel, sitzt du hier halt über 2 Stunden, um vielleicht 4-5 Videos anzuschauen. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist halt so krank, wie viel Zeit das teilweise in Anspruch nimmt. Aber mir macht es Spaß und ich weiß auch, dass ihr es feiert. Deswegen schreibt es gerne unten rein. Wollt ihr mehr solche Sachen sehen? Wollt ihr, dass wir weiterhin immer mal wieder, nicht jede Woche, aber hin und wieder mal ins Darknet gehen, dort nach Videos schauen und diese gemeinsam anschauen und analysieren? Habt ihr da Bock drauf? Wenn ja, dann schreibt sehr gerne unten rein. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Passt auf euch auf. Und vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Schön, dass ihr wieder alle am Start wart. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aus dem Alltag rausnehmen und so ein bisschen unterhalten. Auch wenn wir heute so ein bisschen merkwürdige Sachen angeschaut haben und ich es nicht so wirklich... Naja, ich habe keine wirkliche Meinung darüber, außer dieses eine komische Video mit dieser Melkstation. Das wird mich doch heute Nacht noch in meinen Träumen heimsuchen. Egal, it is how it is. Das war's mit dem heutigen Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Was habe ich schon gesagt? Mann, ich wiederhole mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich zu guter Letzt noch bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Nico Bergmann, Dine Biene, Judith Gamelin, Belief 187, Drache 12, Steven Lohr, Alibaba, Lara Rickers, Klicker Chris, Drache, Hope 1800, Zayrox 06, Dave, Jasmin, The Cat Lady, Variola, Lara, Daisy, Marlene Tillmann, Jessica Krück, Ian The One, René Steckel, Rebecca, Annika K., Alexandra Gerstmann, Flauschvieh, Vanessa, S. Zipkibil, Bubel Daya, Firehead 1999, Andreas Schuster, Beatrice Rebecca, Lauren, René Kote, Jessica, Magdalena Kantler, FJ Mountain, Anna Rose, Diaboli 666, Jenny Steffel, Mr. Passo, Maria Pantu, Denna, Tina Karaman, Cyber Psycho XX, Steven Lead, John Jokes, Justin Richter, Steffi, Kinga 1613, Lea, Brody's Rainbow, Steven Schulz, Verena Alberer, Rexy TV, Alina Eisentraut, Chiyoko Vanni, Totti Botti, Mira Jane, Pyrojan 95, Khalid, Kai, Dapassi, Sandy Yuki, Fate Chiara, Lea Tabea, Mike Luzin, Patrick und Jenny 2017, Mitch, Juna da Luna, Strubbelhaar, Kim S. und Mandy 172. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.